Oh ja! Na geht doch! Oh nein! SpongeBob, beeilig mit dieser Bestellung! Mr. Krabs, SpongeBob macht schon wieder Unsinn da drin! Zwei ganze Tage ohne Unsinn. War ein guter Lauf, Thaddäus. Aber klar, dass das nicht anhält. SpongeBob, was hast du jetzt wieder für einen Blödsinn im Kopf? Ich glaube, ich habe mir was geholt. Alles, was du dir geholt hast, ist ein Schluckauf, mein Sohn. Ist das gefährlich? Ach was, nein. Und ich habe ein hundertprozentiges Heilmittel. Einen alten Trick von der Marine. Ein Trick von der Marine? Okay, meinetwegen. Ich bin geheilt! Oh, das wird schwieriger, als ich dachte. Geh nach Hause und schlaf dich gesund. Oh, ich will aber nicht nach Hause. Tja, tut mir leid, Minion. Oh, dieser blöde Schluckauf. Hm? Hey, hey, er ist weg! Ich muss diesen dämlichen Schluckauf loswerden. Ich übernehme ihn, Thaddäus. SpongeBob. Na komm. Es funktioniert nicht. Erwider die Umarmung. Du musst es ernst meinen. Ja, so ist es gut. Komm zu mir, kleiner Schluckauf. Los. Dankeschön, SpongeBob. Nicht zu danken. Mir reicht es zu wissen, dass sich jedermann für immer an mein Opfer erinnern wird. Ich bin frei. Oh, ja. Leb wohl, Thaddäus. Leb wohl, Bikini-Bottom. Ich bring den Schluckauf an einen Ort, an dem er keinen schaden kann. Ich hab dich, SpongeBob. Bleib weg, Sandy. Sonst erwischt dich noch dieser schreckliche Schluckauf. Ach, keine Bange. In meinem neuen Schutzanzug bin ich sicherer als eine Bowlingkugel in einer Kissenfabrik. Außerdem bin ich hier, um dich von dem Schluckauf zu heilen. Versuch's mal mit einem Kopfstand und trink dabei Wasser. Versuch's mal mit Anfeuern. Du musst eine Gewürzgurke unter die Zunge legen. Ist eine Dose Schneckenfutter. Okay. Hip, hip. Mau. Thaddäus? Mir fällt nichts ein. Da hilft nur eine wissenschaftliche Methode. Kitzeln!